Welcome on stage Elena Azak und natürlich auch von den 50, von der Jury der 50 World's Best Restaurant gewählt worden zur besten Köchin der Welt. Elena. Guten Tag. Ich bedanke mich, hier heute zu sein. Ich war schon vor 5 Jahren bei einem Chefsache in Köln. 2011, ja, genau. Dieses Jahr feiert ihr 10 Jahre, also herzlichen Glückwunsch. Und es gefällt mir, hier sehr zu kommen. Klar sind die besten Chefs nur von Deutschland aus der Welt und es ist höchst interessant. Und ich gehe immer dorthin, wo interessante Sachen über die Küche sind. Es gibt viele Freunde, die ich wieder gesehen habe und viel Neues gehört. Also, ich stelle Ihnen vor, Iror Zalakain, er ist ein Mitarbeiter, er ist verantwortlich für das Labor bei uns in Arzak und er arbeitet schon bei uns also fast für 20 Jahre. Er hat sehr jung angefangen, er ist immer noch jung. Iror? Also ich werde eine Einführung machen für diejenigen, die uns nicht kennen, aber schnell, damit sie sich nicht zu viel langweilen. Aber wir haben in Arzak, wir haben immer Neuigkeiten. Wir existieren seit langer Zeit, aber die Zeit für uns geht sehr schnell. Und wir möchten nicht zu altmodisch bleiben. Siguiente. Wir haben dieses Jahr die Fassade erneuert. Es war ein bisschen schwer, weil es war ein Risiko. Wir haben immer ein Gebäude mit einem traditionellen Aussehen und wir haben es, mein Mann ist Architekt und wir sollen ihm Arbeit geben. Nein, wir wollten etwas mehr modern machen und es sind Zinkstücke und in San Sebastian für die Basken. Alles im Verhältnis mit dem Meer ist sehr wichtig. Und das sind so wie Fischhäutern, Fischscales und Kreten. Und es sieht super schön. Es glanzt, aber nicht so viel. Die Leute in San Sebastian, wir sind sehr diskret. Und es kann Glanz haben, aber nicht extrem zu viel. Und alle Nachbarn und im Quartierviertel waren zufrieden. Es war nicht einfach. Es sieht so am Abend aus. Siguiente, please. Hier ist Juan Mari, wie Thomas erzählt hat. Er schickt Ihnen viele Grüße. Er ist im Moment 76 Jahre alt, aber auch noch so kräftig wie immer. Aber selbstverständlich arbeitet er jetzt weniger. Ich lasse ihm nicht den ganzen Tag zukommen, wie es sein soll. No? Aber begrüßt Ihnen alle. Next, please. Hier haben Sie ein paar Bilder von der Küche. Wir sind 50 Personen im Restaurant, 30 in der Küche, 20 sind fix und 10 sind im Praktikum. Nur in San Sebastian gibt es 4 Kochschulen. Es gibt heute Leute vom Basque Culinary Center, das ist die Universität von Geschmackrichtung. Und sie sind hier bei der Chefsache und wir sollen immer Studenten aus diesen 4 Schulen nehmen und andere aus dem Ausland. Manche, die hier sind, waren schon bei uns und haben Praktikum gemacht. Und es ist höchst interessant, weil wir mixen Leute von allen Eltern. Leute, die schon mit meiner Großmutter gearbeitet haben und Leute, die 19, 20 Jahre. Es ist sehr, sehr lustig. Hier, wir feiern dieses Jahr 31 Jahre mit 3 Sterne Michelin und wir sind sehr stolz darauf und es gibt ein bisschen Pression, Druck, aber es ist ein guter Druck, wie ich sage, man braucht immer ein bisschen Druck. Wenn man keinen Druck hat, dann relaxiert sich alle, die Menschen, wir haben diese Richtung, sich ein bisschen zu relaxieren, aber dieser Druck soll dich nicht stoppen, weil sonst dann hast du ein Problem. Die soll dich helfen, aber weitermachen. Next, please. Ein Video. Also wie Sie sehen, es ist ein Video rund um den Tisch. Für uns ist der Tisch ist der wichtigste Teil, der existiert. No? Man im Baskenland, alles verläuft sich gegenüber rund einem Tisch. No? Vom Geburt bis wenn man stirbt. No? Für uns der Tisch ist, man teilt viel, man hat Harmonie und man kann sehr viele Sachen teilen und
deswegen für uns. Vor 2 Jahren, San Sebastian war die Hauptstadt der Kultur in Europa. Und das Thema war Harmonie und Teilen. Und deswegen, und die haben ein großer Teil von diesem Programm war mit den Chefs, da die Chefs und die Küche sehr wichtig im Baskenland ist. Und die haben entschieden, der Tisch war ein guter Grund, um Harmonie und viele Probleme zu lösen. Und das, ich glaube, heutzutage ist dasselbe. Wir versuchen immer mit dem Tisch und mit den Gästen sehr viele Sachen zu teilen. Vale. Ich mache bald Entschuldigung für den Sound. Es hat nicht geklappt, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen erklärt. Jetzt, danke. Ich wollte auch sagen, dass heute gab es auch ein Rundtisch über die Zukunft der Gastronomie. Wenn die Leute mich fragen, wo ist die Zukunft der Gastronomie? Für mich, es gibt zuerst das Produkt soll. Jetzt haben wir eine Beziehung zum Lieferanten. Wir haben feste Lieferanten, die immer bei uns arbeiten für die Rohprodukte. Jetzt wird die enger. Vielleicht gibt es weniger, die sind Bauernhäuser, die sind Farmer, die rund San Sebastian sind. Aber die Beziehung zu dem, die rufen dich an, du sollst gehen und schauen, was sie machen. Und dann machst du eine Probe und dann, es ist unglaublich schön, wie sich die Beziehung geändert hat. Hier ist ein Bild im Markt vom Fischmarkt von San Sebastian. Und oben ist mein Vater mit Iñaki und unten sind wir, mein Vater und ich, mit dem Sohn von ihm. Also in San Sebastian, viele Generationen machen auch weiter mit den Bauernhäusern, mit den Bauern und mit den Fischleuten. Siguiente, please. Hier, wie Sie sehen, die Märkte sind sehr wichtig. Es passt sehr viel. Oben haben Sie den Markt von Ordizia und unten von Tolosa. Von Ordizia ist mittwochs und von Tolosa ist am Samstag. Und die ganze Region geht dorthin. Es ist so wie ein Fest. Es ist sehr schön und die Produkte, das Kalender wird hier abgestellt. Und es ist sehr, sehr schön. Die sind Frischprodukte und wirklich interessant. Siguiente, por favor. Selbstverständlich, wir kochen immer unter die Regeln und die Prinzipien der FAO. Wir möchten sehr nachhaltig sein. Ich glaube, heutzutage, die Chefs, wir sind alle nachhaltig. Wir möchten selbstverständlich die Kreisläufe nicht zerstören und die Natur, die Prozesse der Natur. Klar, wenn die sagen, zum Beispiel, das ist vor 2 Wochen, es gab die Quoten von Bonito, wir haben in dem Baskenland Bonito, die haben gesagt, nein, kein Bonito darf mehr geangelt sein. Dann alle haben wir gestoppt. Wir möchten kein Bonito verkaufen, wenn es nicht erlaubt ist, weil sonst die Spezien die können sich nicht erneuern. Es ist sehr, sehr wichtig. Hier sind die Kalender. Viele junge Leute wissen nicht, wenn Erdbeeren gibt, wenn Pilzen, das finde ich sehr schlimm. Ich glaube, die Auskunft und Information, ich finde, heutzutage mit der Globalisation, man kann Produkte aus der ganzen Welt bekommen. Aber für mich, Spargel, zum Beispiel in Spanien gibt es nur im Frühling Spargel. Im Sommer zu verkaufen, das passt nicht zu mir. Ich glaube, man sollte sich wieder... hier haben Sie auch ein Bild, das, wie ich gesagt habe, wir versuchen, so umweltfreundlich wie möglich zu sein. Wir recyceln alles. Siguiente, por favor. Und hier ist sehr interessant, zum Beispiel, wir haben angefangen mit Leuten, persönlich mit Bauern zu arbeiten und auch mit einem Testfarm. Testfarm, die ist in der Nähe von San Sebastian und die helfen, es ist so wie eine, nicht genau eine Schule, aber es ist eine Testfarm und für uns, die machen Proben für uns und wir verwenden schon Produkte, so wie Blättern und vielleicht auch Lauch und so weiter, die sehr ökologisch sind. Dasselbe passiert mit Fleisch, mit Fisch. Hier ist, ich bin sehr stolz auf diesen Ziegenkäse, Entschuldigung, Schafkäse, ist Idiazabal, hat eine Ursprungsbezeichnung, Idiazabal, und ist sehr kontrolliert und es ist unglaublich, wie die das hervorstellen. Okay? Gut.
Klar, wir sind immer am Recyceln, so wie immer, so wie alle. Wir haben vor dem Restaurant zwei Gruppen von Containern, dann haben wir ein drittes, wie Sie wissen, in einem Restaurant gibt es sehr viel Abfall, obwohl man es vermeiden will, aber man kann nicht. Die Verpackung heutzutage ist sehr, sehr, sehr groß. Hier haben Sie, ich glaube, die Gäste, kleine Gäste sind sehr wichtig. Wir sind in einem Luxusrestaurant und klar, bis vor drei Monate ungefähr haben wir immer die Serviette, wenn sich ein Gast den Tisch verlassen hat, dann haben wir die Serviette wieder geändert. Aber ich habe gedacht, 10 also Spülmaschinen und Waschmaschinen am Tag zu verwenden, war für mich nicht schön. Und dann, was wir machen mit zwei Besteck, dann falten wir, klar, es ist nicht einfach, aber die werden gefaltet und niemand hat sich beschwert. Das ist nicht für mich, das andere wäre heutzutage nicht gut. Und alle Leute und alle Gäste verstehen das. Es ist sehr interessant, auch die Zukunft, dass man zum Personal und zu den Mitarbeitern zuhört. Jeden Tag vor dem Service, deswegen kann ich nicht sehr viel auswärts vom Restaurant zu sein. Ich, Arzak ist Arzak mit dem Team und das Team mit Arzaks. Also das ist so. 5 Minuten vor dem Service, wir machen eine kleine Sammlung und das Personal gibt Ideen. Das von den Servietten, die Idee wurde von den Mitarbeitern gegeben, nicht von mir und ich habe es akzeptiert. Siguiente, por favor. Wie Thomas gesagt hat, wir haben ein Lab, eine Testküche und die existiert schon seit lange und wir haben die auch neu, die auch erneuert, weil wir haben zum Glück, jedes Jahr werden 60 Gerichte hergestellt. Also ich sage nicht Gerichte, aber vielleicht Teile von Gerichten. Hier sind die Gewürzen, die er gesagt hat. Und es ist dasselbe Lokal, aber anders hergestellt. Und wirklich, wir haben jetzt viel mehr Spaß. Jetzt haben wir eine Nutritionist, die bei uns ist. Und sie hilft uns mit der Gesundheit und die Sachen, die Produkte zu kontrollieren und auch die Produkte zu besser vertiefen. Da unten ist Hiror, Savi ist der andere Chef vom Labor. Mein Vater und ich. Und wir in diesem Lab, wir haben alle Maschinen, die wir alle verwenden. Die Gefriertrockner ist schon alt. Jetzt haben wir, also wir haben Schnitter aus Präzision, wir haben sehr viele Destillators und alles, was wir alle haben. Wir können gären, Fermentierung und alles, was Sie sich vorstellen können. Das Letzte, was wir haben, ist eine Maschine aus 3D und bis jetzt haben wir wir machen nur Stände, Behälter, weil bis jetzt haben wir nicht ein Erzeugnis gehabt mit Essen, mit Food. Jetzt sind nur Materialien, die sehr stark sein sollen. In meiner weniger Freizeit, ich habe auch Hobbys und einer meiner Hobbys seit langer Zeit ist Jigsaws Puzzle zu bauen. Nein, vielleicht bin ich 6 Monate in einem Puzzle zu machen. Einmal war ich zu Hause und dann habe ich gesehen, gut, weil wir sind immer denken für die Küche. Und dann habe ich gesagt, ein Restaurant ist so wie ein Puzzle. No? Die Teile von diesem Puzzle sind die Basis. Und mit denselben Teilen, man kann die Gerichte immer einbauen. No? Und dann habe ich gesehen, ich habe es vor immer gehabt und ich habe es bis heute nicht gesehen. No? Die Puzzles, die Basis ist sehr wichtig und dann kann man spielen. Und deswegen ist auch für mich eine neue Form, um in eine andere Form die Küche zu schauen. So, next please. Wenn man sich fragt, wie man kocht, ich habe heute, wir kochen eine Küche, die ist sehr mit Identität, persönliche Identität, eigene Identität, auch sehr baskisch, da wir aus dem Baskenland sind, und auch avantgardistisch und zeitgenössisch, also mit der Zeit. Also man kocht nicht wie vor 5 Jahren, nicht wie vor 10 Jahren, und man kocht mit der Zeit und was die Leute
Heutzutage zum Beispiel die Chefs, wenn man nicht fermentiert oder wenn man nicht räuchert, ist man nie. Also entweder dann alle Chefs, sie werden merken, wir räuchern, wir fermentieren und so weiter. Es ist eine Mode und was die Leute von uns erwarten. No? Ein paar Sachen so. Siguiente. Wir haben auch, anterior, perdón, wir haben auch, um weiter mehrere Ideen zu bekommen, wir haben auch Leute, die uns helfen, Mithelfer, also die sind Stiftungen, die sind Universitäten, die sind Forscher da, die sind alle Leute, die uns helfen, um neue Gerichte zu bekommen. Siguiente, please. Ja, está. Auch hier haben Sie, wie ich gesagt habe, Sie, da, für uns nicht nur hier, ich habe gesehen, das deutsche Meer ist sehr, sehr, sehr wichtig. Für uns ist auch das Meer, die Leute vom Aquarium in San Sebastian helfen uns auch, die Leute vom Museum, von den Schiffen auch. Und es ist eine Forschungszentrale, die in San Sebastian stattfindet. Die Sache mit den 3D haben wir da mit Ihnen angefangen. So, alles, damit Sie wissen, es gibt Leute, die uns sehr viel gemacht haben und unsere Richtung auch für uns sehr wichtig war, sind alle Projekte von El Bulli Foundation. Sie wissen, sie hat sich El Bulli in eine Foundation geändert. Oh. Und auch die Leute von dem Basque Culinary Center. Ich freue mich wirklich, dass die heute bei uns beim Chef Sache sind. Bueno, next please. Meine letzte Richtung, wo ich denke, ist it's time to rethink. Ich habe gesehen, dass in den letzten Jahren ich habe so viel Information, Auskunft bekommen, alles ist so schnell passiert, das für mich war too much. Also zu viel. Dann habe ich gesagt, also ich glaube, man soll stoppen, nie wieder wie vor 30 Jahren sein, das interessiert niemand und mich auch. Und, aber ich glaube, es ist ein Anspruch für mich. Ich habe gesehen, viele vielleicht sind mehr, die möchten vielleicht mehrere Gerichte machen als gute Erzeugnisse vom Geschmack. Und für mich, dieser Time to Rethink ist ein Anspruch der Freude am Spaß vom Essen. No? Das, für mich, das Essen soll immer Freude haben und alles soll sehr Schmeck finden. Ich brauche eine Vereinfachung. Und unsere Methoden sind sehr kompliziert, aber das Erzeugnis, ich glaube, soll nicht so kompliziert sein. Und Sie werden das in ein paar Beispiele, die wir kochen werden. Jetzt fangen wir an. Das erste Gericht, was Iror gemacht hat. Sie haben gesehen, wir haben, das ist in San Sebastian, wir benutzen wir also im Baskenland sehr viel und in Spanien das Grill. Das Grill für uns ist so wie Atmen. Fast alle Küche, die Möglichkeit haben, haben einen Grill. Und wie ich gesagt habe, it's time to rethink. Dann habe ich gesagt, das Feuer war der Ursprung von allem. No? Wir haben angefangen zu kochen mit Feuer. Das ist klar, seit dem Uralt. Und die Austern, diese sind deutsche Austern, die sind gut, habe ich probiert. Und wir haben die werden in dem Grill gegrillt, aber nicht direkt auf dem Grill, sondern in der Kohle direkt. No? Und was wir machen, die werden geöffnet, dann werden alle Zutaten reingetan und dann, in diesem Fall, die Zutaten sind gegärter Knoblauch. Sie wissen, in Spanien, in Las Pedroñeras, ist eine große Tradition für Knoblauch. Die gegärte Knoblauch kommt entweder aus China oder Korea, ist nicht spanisch, aber wir haben es gern und jetzt wird es in Spanien gemacht. Dann gibt es Nüsse, die sind sehr baskisch. Dann gibt es auch Knoblauch, Lauch ist auch sehr baskisch. So, was wir machen es auf. Wir nehmen die Zutaten rein, dann werden die
mit dieser Zange gegrillt und direkt in der Kohle. Also ungefähr nach 3 Minuten sind die fertig. Nicht auf den Grill, sondern direkt in der Kohle. Was passiert? Die Zange macht so wie ein vakuumiert. Und die kochen sich und haben einen Geschmack, unglaublich. Was Igor im Moment bestreut, ist ein Püree aus Sesam. Für uns, wir haben in Spanien schwarze Farbe für uns ist sehr beliebt. Nicht nur wegen Knoblauch, wir verwenden sehr viel Tintenfisch überall. No? Und und wir bestrichen, weil wir möchten diese Soße vielleicht, wir möchten nicht zwingen. Wenn jemand die Soße damit essen will, dann geht's. Wenn ohne Soße, dann geht's auch. Also, das, was die Idee von hier, was es war, ist, dass der Gast denkt, wir haben nichts zum Aushang gemacht. No? Es sieht sehr im Rohstand aus. Und dann kommt dann der Service, weil es ein bisschen schwer, bringt die Zange raus und dann macht er es auf und dann sieht, dass drinnen sehr viel passiert ist. So, das ist der erste Beispiel, was mir gefällt. Das ist die anscheinbare Einfachkeit. Es sieht einfach aus, aber ist nicht einfach, überhaupt nicht. No? Und es ist ein bisschen grob, aber das ist, was mir jetzt im Moment vielleicht weniger Dekorationen, no? Aber das ist, was ich gemeint habe. Also hier haben Sie Austern auf der Brasa. Vielen Dank, war das Erste. Danke, Bettina. Bueno, jetzt kommt, wir sind ja Zeit. Ja, Thomas? Du sollst 15 Minuten haben. Ja. Wir haben Zeit. Gut. Bueno. Okay. Wissen Sie, die Basken, wir sind sehr und die Spanier sehr, sehr streng. Heute ist auch bei uns. Er kommt aus San Sebastian. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Manolo Uzkanga. Er ist der Chef der Handelsabteilung der Lebensmittel von Spanien in Deutschland. Und er kommt aus San Sebastian. Und ich freue mich, dass er die spanischen Produkte nahe bringt. Und war klar, man kann die kombinieren. Wir verwenden, wie ich sage, Rohmaterialien aus Spanien, aber auch Zutaten aus der ganzen Welt. Das Zweite ist, war auch ein bisschen Risiko, weil es gibt ein Gericht aus Imma, das ich sehr gern habe. Es heißt Changurro a la Donostierra, das heißt auf Baskisch. Das ist Krabben in der Art nach San Sebastian. Und das ist ein Gericht, alle essen gern, alle essen, wenn die Tapas Pinchos essen. Und es ist eine Version, ich erkläre schnell, pochierte Gemüse und dann wird der Krabben auf der Seite gekocht und dann die Flüssigkeit, die im Kopf ist, wird reingetan mit Tomatensauce, mit Brandy und Konzentrat aus Tomate. Es wird flambiert und dann der Rest von Tomatensauce, natürlichen Tomaten, dann wird es reduziert und dann wird der Krabben reingetan. Was ist passiert? Ich habe gemerkt, dass nicht nur in San Sebastian. Die Leute von dem Rest von Spanien, die haben gesagt, es ist sehr schön, aber zu stark. Dann habe ich angefangen, es ist schade, dass wir diese schönen Gerichte vergessen. Gestern am Abend habe ich diese Knödel gegessen, hat mir gefallen, etwas Deutsches zu sehen, da wir in Deutschland sind. No? Und dasselbe passiert. Ich will, dass die Leute, die nach Arzak kommen, sehen, dass wir immer noch baskisch sind. Und also das heißt, wie ich sage, das originale Rezept hat der Krabben mit dem Brandy flambiert. Dann ich habe gesehen, es war zu stark. Dann habe ich versucht, es leichter, das Flambe leichter zu machen. Und dann habe ich gesagt, es hat nicht geklappt. Bei mir brannte es nicht. So, dann habe ich gesagt, Elena, wenn du nicht weißt, dann sollst du jemanden fragen, der weiß.
Dann habe ich einen Freund von mir angerufen. In Barcelona ist ein Cocktailmann, Javier de las Muelas. Er hat Bars, die heißen Martini, drei Martini. Und dann habe ich ihn angerufen, hat gesagt, weißt du, Javier, ich habe so ein Problem, weil ich will flambieren, aber es geht nicht. Weil jedes Mal, dann nach drei Monaten, hat er, weil er die sehr beschäftigt sind, aber gerne, weil wir helfen uns viele, gerne hat er gesagt, gut, Elena, kein Problem, wir machen dir eine Formula. Und die haben zwei Formulas gemacht, Brandy haben die mit Sherry Wein gemischt oder auch Tequila mit Sherry Wein. So, das heißt, es brennt immer noch, aber es ist leicht im Geschmack. Und seitdem, die Leute haben sich nicht beschwert. Es gibt zwei Teile, was hier, das ist mit den Korallen, das ist eben mehr streng, mehr strong, also sehr, sehr stark. Und das andere ist ohne die Korallen, nur die Zangen. Dann bekommt Gemüse dran, Gemüse dran und diese essbare Blumen, die wir heute bekommen haben, in der Nähe von Stuttgart, die sind hier gekommen. Und ein bisschen Gemüse. Heutzutage brauchen wir sehr viel Gemüse in allen Gerichten. Zum Glück, wir haben uns schlussendlich daran gewöhnt, viel mehr Gemüse zu essen. Das ist klar. Also, das heißt, das bekommt der Gast. Was ich auch wollte, ist, dass der Service ein bisschen mehr Protagonismus hat. Und dann, statt es in der Küche zu flambieren, es wird im Speisesaal flambiert. Nein, weil ich will auch, dass die Kellner in meinem Restaurant sind fast Frauen, damit sie wissen, no? Diese Geschlechtergerechtigkeit bei uns ist sehr geschafft. Also hier ist die Mischung. In diesem Fall ist Tequila mit dem Sherry Wine, Vino de Jerez. Und jetzt kommt Igor. Pass auf, bitte. Ten cuidado, eh? Es brennt. Wo ist die Kuchara? Und hier ist der Löffel. Ah, tienes du aquí. Und es kommt so. Und alle, für mich, flambieren ist immer schön. Vielleicht ist die Idee ist sehr alt, aber die gefällt mir sehr. Und das wird vor dem Gast serviert. Also, und deswegen, und ich habe es angemachtes Changurro genannt. Hier ist das zweite Gericht, Changurro encendido. Danke. Muy bien. Jetzt machen wir zu, weil so hier gibt es sehr viele Sicherheitsregeln. Das, ja, ja. Passt alles gut. Bueno, jetzt kommt das nächste. Hm? Du kannst probieren, wenn du willst. Ich mache ein Foto. Gut. Also, ich wollte etwas auch, was ein... Das sind Kokochas, Kimabaken. Kimabaken, also jede Küche in der Welt hat etwas, das sich es anders macht. No? In der baskischen Küche, wir haben die Kimabaken, das, ich glaube, in Norwegen essen die etwas, aber das habe ich noch nicht in anderen Kulturen gesehen. Und für uns, die sind hervorragend und sehr lecker. Und sind ein bisschen Luxus. No? Es kann sein, dass mindestens pro Kilo 60 Euro kosten, das ist, und die können höher gehen. Und die Kokochas, die werden entweder al Pilpil, es gibt Kokochas Kimabaken, ist diese Zone in Gipuzkoa, die Region, woher wir kommen, ist aus Merluza-Secht und Bilbao sind aus Bacalao-Kotfisch. Und die Leute aus Bilbao sagen, die sind besser, die aus Kotfisch, und die Leute aus San Sebastian, wir sagen, die sind besser aus Echt. Ich glaube, die sind feiner. Und die werden in drei Formen gekocht, damit Sie es wissen. Einer ist Pilpil mit einer Emulsion aus Olivenöl und Knoblauch und ein bisschen Petersilie. Man spielt mit der Temperatur vom Öl und die werden zusammen zuerst gehitzt, dann wird das Olivenöl auf ein Glas oder ein Behälter geschöpft und dann wartet man so 5-7 Minuten. Das wissen wir also durch die Temperatur mit der Hand.
und dann wird es gedreht und dann bekommt man so wie eine Mayonnaise. Es ist nicht eine Mayonnaise, aber die Textur ist sehr ähnlich. Das nennen wir Pilpil. Die zweite Form ist, die werden mit Ei und ein bisschen Mehl, aber nicht viel, zuerst Mehl und dann Ei und dann in heißem Olivenöl frittiert. Und das dritte sind auf den Grill. So, dann wollten wir auch für uns, es war auch schwer, etwas mit Kokotas zu machen, ne? Weil wenn die Leute zum Restaurant kommen und sagen, Kokotas, mal sehen, was die mit Kokotas machen. Und dann, klar, da ist, die Kokotas sind sehr delikat und die brauchen nur 20 Minuten, die zu kochen. Dann haben wir gedacht, was können wir machen, weil Pilpil kennen wir schon. Auf den Grill, sonst geht man zu Elkan oder zu Asadore Tabarri, no? Zum Beispiel, zu anderen Restaurants. Dann haben wir gesagt, das ist ein System, das, ich habe zwei Kinder, die sind Teenagers, also Erwachsene. Und meine Tochter hatte also einen Schallplattenspieler und dann hat er gesagt, ah, vielleicht, wenn wir so etwas machen könnten, so sind die Kokotas auf die Plancha, auf den Grill. Wir brauchen nur 20 Sekunden und wir haben das Püree. Das Problem von diesem Püree, die konnte nicht zuerst, sie werden fragen, warum dressen Sie nicht das Püree vorher? Weil die, man braucht nicht so viel Püree. Und wenn das Püree wieder erhitzt, dann klebt es auf den Teller und man kann es nicht essen. Es ist ein Püree aus Kurkuma, aus pochierten Gemüsen und aus Olivenöl. Für uns Olivenöl, wir verwenden keine Butter zum Kochen, nur für Desserts. Das ist für uns, es heißt nicht, dass wir die Butter nicht gern haben, es ist eine Tradition. Alle, wir verwenden nur Olivenöl. So, das heißt, wir können, dann haben wir im Restaurant, wir haben eine Maschine, ist ein bisschen mehr professionell, weil, klar, sonst könnte es sehr, sehr schnell kaputt gehen. No, deswegen habe ich meiner Tochter noch eine andere teurer gekauft. Aber zum Reisen, das ist kleiner und so haben wir mehr Platz im Gepäck. Weil klar, die Maschinen im Restaurant sind sehr teuer. Alles ist teuer, weil es so lange dauern. No? Das passiert bei uns auch. Wir schauen auch auf diese Sachen. No? Hier ist Yuca. Yuca, ja, es gefällt uns, weil es knusprig ist. Es wird gekocht im Wasser mit ein bisschen Rotwein und ein bisschen rote Beeten. Und hier ist eine Vinaigrette aus Trüffeln. Es ist eine Vinaigrette aus Trüffeln und das gibt ein Aroma. Sie wissen, also Trüffeln, wir haben fast alle gleich und gerne. No? Und ab und zu vergisst man, was man gerne hat. Und jetzt kommt ein knuspriges aus Zipiron. Zipiron ist Tintenfisch. Es ist extrem knusprig für uns Zipiron. Was wir machen, wir nehmen rohen Zipiron mit Tapioca, die gekocht ist. Wir machen eine Masse, die wird getrocknet und dann frittiert. No, aber das machen wir schnell. Also alle Prozesse sollen schnell sein, weil sonst frisch. Wir machen alles jeden Tag neu. Und hier ist ein Püree aus Zwiebeln, ein bisschen Soja. Und Zwiebeln ist sehr, sehr süß. Ein bisschen Soja und noch ein bisschen Turmeric davon. Für uns, wir haben Curry sehr gern, aber lieber Turmeric, weil es erinnert uns an Reglisse und Ingwer. Und die Wasser, wir haben Reglisse sehr, sehr gern. Und noch einmal, hier sind diese Blumen aus Stuttgart, die sehr, sehr interessant sind. Und also die Leute, wenn die das sehen, klar, wir bringen nicht den Rekordplayer auf dem Speisesaal, das wäre ein Chaos. Und es bringt uns nichts, das im Speisesaal zu bringen. Wir machen es in der Küche, wir haben zwei Rekordplayer, die immer funktionieren und so in Mitte des Service und wirklich, das hilft uns sehr viel und die Kokotas sind da. Also, hier ist unser dritter Plato,
sind Kokochas in der Wellen. Danke. Und jetzt, ich spreche immer von Resing, von Identität, aber für mich wirklich die Identität, also das heißt nicht, ich will auch nicht radikal sein und nur mit baskischen Produkten zu kochen, weil sonst werde ich sehr limitiert. Die Frischprodukte sind sehr gut, aber ich koche, wie ich gesagt habe, mit dem Tag täglich. No? In San Sebastian, klar, ich war einmal an der Haltestelle, ich nehme den Bus, so wie allen. Klar, wir haben ein super System. Und ich habe gesehen, dass diese Froschen waren auf alle Büsse gedruckt. Dann habe ich gesagt, das hat sicher ein Warum. No? Und ich soll herausfinden. Ich habe einen Freund von mir telefoniert, er arbeitet im Rathaus und er war bei mir in der Schule. Dann habe ich gesagt, kannst du bitte dich informieren? Dann hat er sich informiert und dieser Frosch ist ein Symbol aus San Sebastian, weil war in Gefahr. Ist der Frosch meridional, meridionalischer Frosch. Und dann hat er gesagt, weißt du, dass es gibt sehr wenige in der Welt und dieser Frosch gibt sehr viel hier in der Gegend von San Sebastian, aber die ist in Gefahr vom Verschwinden. Dann habe ich gesagt, ah, wie schön. Ja, klar, er hat mir 20 Blätter vom Leben von der Frosch. Und der Frosch hat viele Städte, haben jetzt ein Animalsymbol. Also ein Uninstant, so wie in Berlin, der Bär und so weiter. Hier ist, bei uns ist der Frosch. So, deswegen, siguiente, por favor. Heutzutage, wenn die Leute, vor einem Monat habe ich neue Schokoladen herausgerichtet, die sind Froschen. Weil ich will, wieder noch einmal, dass sie sehen, dass sie in San Sebastian sind. Aber nicht nur deren Produkte oder Tradition erneuert, sondern auch für Merkmale und Zeichnen, die bei the day by day sind. Und die Leute finden es also sehr lustig. No? Ich koche auch sehr seriös, aber Humor habe ich gern. No? Und also jetzt wollte ich Ihnen zeigen, warum ich von Identität, aber Modernität spreche. Jetzt am Ende habe ich ein kleines, ich glaube, wir haben noch Zeit für ein kleines Video. Thomas, haben wir Zeit? Ja, haben wir drei Minuten? Ja, haben wir. Gut, ich zeige Ihnen ein Video, das mir sehr viel gefällt. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, Elena Azak. Wunderbare Präsentation. Vielen Dank. Freue ich mich. Ich komme in ein paar Jahren zurück. Na klar, jederzeit. Oh. Elena, für euch als Andenken auch an diesen Tag unser Jahresmesser, Chefsache Port Culinaire. Oh, genau. Danke. Ja. Sehr schönes Messer. Dankeschön. Okay. Aber deshalb hast du hier original verpackt. Oh, muchas gracias. Danke. Vielen Dank.